Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr meiner Meinung nach am besten und am schnellsten legal Geld verdienen könnt in GTA. Das Ganze machen wir mit den Franklin Attentatsmissionen. Wenn ihr den noch nicht freigeschaltet habt, dann werde ich euch mal das Video dazu in der Videobeschreibung verlinken, wie ihr diese denn freischalten könnt. Normalerweise hat man ja auch einen Cooldown und diesen Cooldown, den werden wir auch ganz einfach dann umgehen. Dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Öffnet einfach euer Handy, geht dann auf Franklin, ruft dann einmal Franklin an, Telefonattentat, Zellenattentat einfach anfordern, dann wird ein blaues Telefonsymbol auf der Map aufleuchten. Dort begeben wir uns dann einmal hin. So werden diese Mission dann einmal bestätigen mit Steuerkreuz nach rechts und ja, jetzt gibt es 4 bis 5 verschiedene Missionen und das Wichtigste bei diesen Missionen ist der Bonus, denn der Bonus bringt bringt 75.000 GTA-Dollar und insgesamt bekommt ihr für diese Mission 85.000 GTA-Dollar und diese Mission, die habt ihr in 3 bis 5 Minuten erledigt auf jeden Fall. So, ich habe jetzt hier den Attentat-Bonus, ich muss eine Zielperson mit einem Taxi abholen und sie dann in einer Tankstellenexplosion ganz einfach erledigen. So, ich habe da jetzt einfach das Taxi, mir ein Taxi bestellt, ganz einfach übers Handy. Dann holen wir die Zielperson ab. So, jetzt bin einfach zur nächstgelegenen Tankstelle gefahren. Dann einmal hier gegen den Tank schießen und dann müsste die auch explodieren. Wunderbar. Da steht unten schon Attentatsbonus habe ich erhalten. Und ja, ich habe jetzt knapp ein bisschen mehr als 3 Minuten für diese Mission gebraucht. Habe 85.000 GTA-Dollar bekommen. Jetzt hat man normalerweise einen Cooldown von 15 Minuten. Ja, um diesen Cooldown jetzt zu umgehen, einfach sofort, nachdem ihr die Mission beendet habt, ins Interaktionsmenü gehen, Stil. Einmal Outfit wechseln, so dass ihr unten rechts die goldene Ladeschnecke bekommt. Habt ihr diese bekommen, einfach Anwendung schließen. Und GTA neu starten. Sind wir dann wieder in der Online-Lobby angekommen, einfach wieder Handy öffnen, dann Franklin anrufen und jetzt können wir uns ohne Cooldown den nächsten Telefonattentat ganz einfach anfordern. Dann wird wieder das blaue Telefonsymbol auf der Map aufleuchten, einfach wieder dorthin begeben, dann diese Mission starten. Dann warten wir wieder, bis der Bonus erscheint, was wir wieder machen müssen. So, in meinem Fall muss ich jetzt einfach nur die Zielperson in einer Benzinexplosion einfach töten. Ich begebe mich jetzt einfach jetzt zur Aussichtsplattform, wurde mir vorher auf der Map angezeigt. So, einfach die Person dann einfach in der Nähe des Tanks einfach dann in die Luft springen. So, als nächstes einfach nur das Gebiet verlassen und wir haben wieder 85.000 GTA-Dollar. Und das, ja, das jetzt in knapp 4 Minuten, also 4 Minuten hat jetzt diese Mission knapp gedauert. Sobald wir können, wieder Interaktionsmenü öffnen, einmal kurz aus Outfit wechseln, so dass wir unten rechts wieder die goldene Ladeschnecke bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes dann wieder die Anwendung schließen und GTA neu starten. So, jetzt sind wir wieder in der Online-Lobby gespawnt. Dann können wir jetzt einfach wieder das Handy öffnen und können dann jetzt ganz easy den nächsten Telefonattentat ohne Cooldown direkt wieder starten. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.